Liebe Gäste, ich möchte Sie herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung von Liberalen Hochschulgruppen und Reinhold-Meyer-Stiftung. Mein Name ist Alexander Schoss, ich bin Landesvorsitzender der Liberalen Hochschulgruppen Baden-Württemberg. Und wir sind heute zusammengekommen zum Thema die digitale Revolution, Chancen des Internets mit Fragezeichen dahinter. Das hätte man auch meiner Ansicht nach durchaus weglassen können. Jetzt kannst du ein bisschen lauter reden, bitte. Ich versuch's. Ich bin etwas schwach bei Stimme, weil ich leider krank war. Versuch's trotzdem. Ein Mikrofon vielleicht? Das haben wir nicht. Das haben wir leider nicht. Wenn Sie mögen, vorne haben wir noch ein paar Plätze. Ich vermute, dass die anderen lauter sprechen werden wie ich. Ich denke, wir haben drei großartige Referenten gefunden. Zum einen Jimmy Schulz, den ich herzlich begrüßen möchte. Dann an Professor Haug von der Uni Stuttgart. Und Professor Peter Henning aus Karlsruhe. Um mal einen kurzen Überblick zu geben, was uns heute erwartet. Jimmy Schulz wird als erster referieren zum Thema eine kleine Geschichte der Netzpolitik. Reinhold-Meyer-Stiftung ist ja eine politische Stiftung und Netzpolitik sollte auch mit der uns nahestehenden Partei eine etwas größere Rolle unter Umständen spielen. Und Jimmy Schulz ist ein ausgewiesener liberaler Netzpolitiker und wir freuen uns, dass er heute hier ist. Danach wird Haug zu uns sprechen zum Thema Datensicherheit und Schutz der Persönlichkeitsrechte im Internet. Und als letzter dann Peter Henning zur digitalen Revolution in der Bildung, also eine konkrete Vortrag zur Anwendung. Sie haben im Anschluss zu jedem Vortrag die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich wünsche mir eine rege Diskussion. Trauen Sie sich. Und ich habe Ihnen gerade mal was mitgebracht, was ich da längst erworben habe. Also es ist nur die Schachtel, das Gerät wäre ein bisschen schwer gewesen, um es mitzubringen. Und zwar von der Firma Withings, ein Smart Body Analyzer. Sie erkennen es, weil es ist eine Waage. Das haben die schön verpackt. Ich habe die gekauft und ich fand es unglaublich schön, weil die Daten werden direkt in der Cloud gespeichert. Und die Firma Withings weiß, wenn ich mich draufstelle, was ich wiege, sie kennen meine Herzfrequenz, dann wird noch der Körperfettanteil gemessen, die Luftqualität wird gemessen und die Temperatur. Ich war dann etwas baff, als ich das gesehen habe. Ich fand es toll auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick habe ich mich dann doch ein bisschen gefragt, ist es wirklich gut? Ich bin auch gespannt, was die Jungs dazu sagen wird. Ob ja, ist es auch mit ESL verbunden, dass die Daten gehen? Also dieses Ding ist mit dem WLAN verbunden und die Daten gehen dann direkt zu dem. Also ich war echt baff. Also ich dachte, wir können es irgendwie anders konfigurieren, es geht aber nicht. Ohne Internet können Sie die Waage nicht nehmen. Oder eine Zeit. Das ist auch eine Frage. Vielleicht können wir sie heute beantworten. Was ist eigentlich mit unseren Daten? Was sind mit meinen Daten? Weiß die FDP vielleicht, was ich wiege? Interessiert das die? Weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Kommen wir zum ersten Referenten, kommen wir zu Jimmy Schulz. Die Bühne ist da, bitte. Ja, also ich stelle mich auch mal hin, dann können mich vielleicht alle ein bisschen besser verstehen. Ich versuche auch möglichst laut zu reden, ich habe das mal gelernt. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde das ganz toll. Ich bin ja auch ein bisschen früher aufgestanden als alle anderen heute. Denn ich komme aus München, heute hergefahren, habe jetzt also auch die wunderbaren Baustellen auf der Autobahn alle kennengelernt. Man hört es vielleicht an meiner Sprache, ich bin nicht wirklich in Bayern geboren, sondern in Freiburg. Das hört man auch nicht, weil meine Mutter aus Sachsen kam, mein Vater aus Bremen und kennengelernt haben sie sich in Tübingen, geheiratet in Berkeley. Da hat man irgendwann kommen die dann zu dem Punkt und sagen, also das mit dem Dialekt ist vielleicht keine gute Idee bei dieser Mischung aus Sachsen, Norddeutsch, Bayerisch und dann auch noch hier aus Freiburg. Deswegen können Sie mich dann vielleicht trotzdem auch ganz gut verstehen. Ja, Netzpolitik, was ist denn das eigentlich? Netzpolitik, da denken viele, die das vorher noch nie gehört haben, das hat vielleicht was mit Energienetzen zu tun oder was die Aufgaben der Bundesnetzagentur betrifft. Das ist ein Begriff, der ist noch verhältnismäßig jung, ist eigentlich erst so 2009 wirklich entstanden, aber und beschreibt all das, was Politik an der Schnittstelle von Digitalisierung und globaler Vernetzung, also das, was wir Internet nennen, wobei es zwei Schritte sind. Einmal die Digitalisierung, die schon in den 70er Jahren begonnen hat,
und die globale Vernetzung, die Ende der 80er in den 90er Jahren ihren Anfang genommen hat und die breite Masse eigentlich erst in den letzten 15 Jahren erreicht hat und damit eine Revolution ausgelöst hat. Ich nenne es explizit Revolution, weil ich glaube, dass diese Veränderungen Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Bildung mehr verändern und zwar nachhaltiger verändern, vielleicht als viele andere technologischen Entwicklungen der letzten paar hundert Jahre, als die Erfindung des Autos, die Industrialisierung, die Erfindung des Buchdruckes. Und wir merken das kaum. Wer hätte vor 7 Jahren daran gedacht, dass wir das Internet ständig mit uns herumschleppen? Das sind so schleichende Veränderungen, die wir nur teilweise mitbekommen und auch so selbstverständlich in den allgemeinen Tagesablauf mit integrieren und junge Menschen damit wie selbstverständlich aufwachsen und das innerhalb von 15, 20 Jahren hat sich das so schnell verändert, dass sich auch unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, Bildung dramatisch verändert haben und auch weiter verändern werden. Aber wo kommt das eigentlich her? Wie ist das auch die politische Betrachtung und das ist das, was Netzpolitik als Begriff beschreibt, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Das hat ja nicht erst 2009 begonnen, sondern das hat natürlich schon eine kleine Geschichte, diese politische Betrachtung. In kleinen Zirkeln hat man schon in den 80er Jahren darüber nachgedacht, was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung? Es war auch ein Politikum damals schon, war damals noch in der Schule und natürlich wurde auf dem Pausenhof schon Disketten getauscht. Da gab es doch gar kein Internet, das ist jedenfalls nicht frei verfügbar für jedermann. Und da schon war das auch ein Politikum, weil dieses Tauschen von Disketten strafbar war, weil wir ja Urheberrecht verletzt haben. Also nicht ich, andere haben das gemacht. Ich habe davon gesagt, keine. Und auch in den 90er Jahren gab es immer wieder Diskussionen, zum Beispiel, oder auch in den 80er Jahren, Volkszählung. Das sind Diskussionen, die damit reingehören, die damit reinpassen. Was ändert das eigentlich alles? Und eine der ersten großen Diskussionen zu dem Thema Netzpolitik war die sogenannte Telekommunikationsüberwachungsverordnung erst Ende der 90er Jahre. Also auch die Diskussion, in der ich dann in das Politikfeld hineingekommen bin. Ich habe von der Profession her eigentlich Politikwissenschaften studiert. Mein Vater hat immer komplett zu Recht gesagt, wenn du das machst, machst du bitte einen Taxischein dazu, sonst wird aus dir nichts. Nichts gegen Taxifahrer. Ich habe das auch nebenher mal gemacht, eine Zeit lang, um das Studium zu finanzieren. Bin aber dann draufgekommen, dass es vielleicht schlauer ist. Ich mache irgendetwas, was so mit IT, Computern, Internet zu tun hat. Habe dann bei verschiedenen Firmen Anfang der 90er Jahre gejobbt, aber als Journalist für eine Computerzeitschrift, mal als bei CompuServe, einer der ersten Online-Dienste der Welt. Und dann habe ich angefangen, mich auch dafür politisch zu interessieren. Habe eine eigene Firma gegründet, wir haben Software hergestellt. Diese Software nannten wir übrigens, weil sie unheimlich viel konnte, Big Brother. Sie konnte genau das, was der Name sagt, in jedes Datenpaket hineingucken und gucken, was da drin ist, jede E-Mail mitlesen, jeden Datenverkehr mitlesen. Und so, nachdem wir dann darüber nachgedacht haben, was wir da eigentlich programmiert haben, war uns schnell klar, das ist eine Waffe und keine Software. Das dürfen wir so niemals verkaufen. Das haben wir auch nicht gemacht. Wir haben das dann umgeschrieben. Das war dann ein Abrechnungssystem für Internetdienstleistungen, ohne dass wir in die Inhalte reingeguckt haben. War damals hochmodern. Telekom hat sich dafür interessiert, ist bei uns eingestiegen. Wir sind an die Börse gegangen. 2000 war nicht immer die schlauste Entscheidung, das 2000 zu machen, aber es hat ganz gut funktioniert. Aber in derselben Zeit entstand, ich war damals eben auch Internet Service Provider, das sind die Firmen, die Ihnen den Internetzugang bereitstellen und die Rechner in Ihren Räumen stehen haben von den Webseiten, die Sie sehen. Und zu der Zeit kam mein Lieblingsinnenminister Otto Schilly auf den Gedanken, das ist ja wunderbar, wenn wir alle Daten von allen Bürgern so an zentralen Stellen haben, dann können wir die doch abgreifen. Also das, was die NSA-Debatte heute so aufregend macht, hatte damals Otto Schilly auch schon den Gedanken und es wurde darüber diskutiert, TKIV, Telekommunikationsüberwachungsverordnung, sollte mir eine schwarze Kiste in meinen heiligen Serverraum reinstellen, der dann mich und meine Kunden ausspionierte. Dazu gab es dann eine heftige Debatte im Deutschen Bundestag, damals übrigens ja schon Rot-Grün von 98. Und ich wurde dann dorthin berufen als in diese Expertenkommission als Vertreter der Internetbranche und habe versucht, denen zu erklären, dass ich einen solchen Gedanken erstens für verfassungswidrig, zweitens für wirtschaftlichen Unfug, weil ich sollte diese Kiste, das war die Frechheit, auch noch mit 20.000 Mark selbst bezahlen, um mich selbst ausspionieren zu lassen. Und dann das Dritte ist, dass es auch technischer Unfug ist, weil ich wusste, wie man sowas macht und die haben es anders gemacht. Das war also eine ganz schwierige Debatte und ich saß da 2 Jahre gegenüber von Leuten, von Politikern aus dem Deutschen Bundestag, Mitarbeitern, Referenten, die nicht ansatzweise verstanden haben, worum es eigentlich gerade hier ging. Und irgendwie ist mir dann 2000, ich hatte das Studium abgeschlossen,
die Firma an die Börse gebracht und verkauft, bin dann auch ausgestiegen. Meine Diplomarbeit zum Thema Kryptographie, also Verschlüsselungstechnologie als politische Dimension geschrieben, übrigens mit einem Kapitel über die NSA vor 16 Jahren, als sie noch keiner kannte. Und dann dachte ich, so geht das nicht weiter, ich muss auf die andere Seite dieses Tisches, denn auf der Seite der Fachleute komme ich nicht durch in der Politik, weil sie es nicht verstehen. Bin dann in die einzige freiheitliche Partei und liberale Partei Deutschlands eingetreten, in die FDP, und habe gesagt, so, jetzt will ich auf die andere Seite des Tisches. Hat 9 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich im Bundestag war, aber saß dann neben den Leuten, die ich damals schon nicht ausstehen konnte und die es nicht verstanden haben. Also nicht aus der eigenen Fraktion, sondern und dann gab es auch weitere Themen. Das wurde dann ja immer, also auch in diesen 9 Jahren von 2000 bis 2009 gab es immer wieder hochinteressante Themen, die sich eben mit dieser Problematik auseinandersetzen, dass Digitalisierung und globale Vernetzung Gesellschaft, Welt, Politik, Wirtschaft radikal verändern und Politik, es ist, wie Politiker das gerne machen, wenn sie etwas nicht verstehen, gucken sie weg. Und das hat natürlich keine besonders guten Lösungen hervorgebracht. Also es gab zum Beispiel die Debatte um Softwarepatente. Kann man Software so patentieren wie ein physikalisches Gut oder kann man das eben nicht? Ist das reine Mathematik? Heftige Debatten, gerade für Softwareprogrammierer ein schwieriges Thema, weil man auch als Softwareentwicklungsfirma, wie meine Firma, es war, immer in den Konflikt kommt, habe ich da ein Problem, wenn ich jetzt eine mathematische Formel in ein Programm umsetze, dass da vielleicht schon irgendjemand ein Patent drauf hat. In den USA wird das ja, zum Beispiel gibt der Doppelklick der Maus ist patentiert in den USA und lauter solche Banalitäten oder der Füllbalken ist patentiert. Das sind also alles Sachen, die relativ schwierig sind auch in der Softwarebranche. Darüber muss man diskutieren. Das nächste große Thema war wiederum Otto Schilly, der versucht hatte, in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung, das war dann so die Folge der TKÜV, durchzusetzen, hat es ihm nicht gelungen. Und dann macht er natürlich, wie man das als Politiker macht, dann einen sehr besonders schlauen Schachzug. Er schiebt es nach Europa, die Europäer müssen es machen, dann wird das in Deutschland eingeführt und dann kann er nichts dafür. Das war so 2005, 2006 ungefähr. Und da entstand auch schon so die erste größere Bewegung in Deutschland, der Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung oder abgekürzt AK-Vorrat, die sich ganz deutlich gegen solche Überwachungsmaßnahmen eingesetzt haben. Übrigens auch die FDP damals zum Glück sehr deutlich, sehr klar, von Anfang an immer gegen eine solche Überwachung sich eingesetzt hat. Das waren so die Anfänge, wo auch dann die ersten großen Demonstrationen waren zum Thema, was passiert eigentlich mit Politik zum Thema Internet. Da gab es schon Demonstrationen mit 20.000 Teilnehmern in München, in Berlin und in anderen vielen großen Städten. Aber es gibt in Deutschland, anders als in anderen Ländern, mit einem einzigen Tag festmachen in Deutschland. Und zwar war das im März, meine ich, 2009, als eine junge Studentin aus Berlin, Franziska Heine, eine Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet hat. Eine sogenannte Massenpetition, also eine Petition, die nicht von einem einzelnen Bürger kommt, sondern die jeder mitzeichnen kann. Diese Petition wendete sich gegen das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz. Das war also noch vor unserer Regierungsübernahme. Und diese Petition hat innerhalb von wenigen Wochen 134.000 Unterschriften gesammelt. 134.000 Mitpetenten. Es war damit die größte und erfolgreichste Petition in der Geschichte dieser Republik. Das war die Geburtsstunde, wo eine ganze Generation aufsteht und sagt, ihr habt es nicht verstanden. Ihr habt nicht verstanden, was das Internet für uns bedeutet an Freiheit. Und ihr habt nicht verstanden, was es für eine revolutionäre Veränderung in der Gesellschaft hervorruft. Und ihr versucht es von oben hinein kaputt zu regieren. Und deswegen stehen wir jetzt auf. Da gab es auch die größten Demonstrationen in dieser Phase. Die FDP hat sich wiederum auch im Bundestag, das hat man ja da noch ganz schnell durchpeitschen wollen, konsequent als einzige Fraktion komplett dagegen gestellt, dieses Gesetz mitzutragen. Also außer den Linken, aber die waren zur Hälfte nicht anwesend, das muss man mal auch dazu sagen. Bei den Grünen gab es eine ganze Reihe von Enthaltungen und die Große Koalition hat es damals durchgewunken. Aber das war die Geburtsstunde einer ganzen Bewegung. Es war auch übrigens Auslöser, dass eine Partei, die vorher kein Mensch kannte in Deutschland, mit ungefähr 300, 400 Mitgliedern, am Ende dieser dreimonatigen Phase plötzlich 12.000 Mitglieder hatte. Und das war nicht die FDP, Entschuldigung, sondern die anderen. Und das kann man sehr wohl als Geburtsstunde von Netzpolitik verstehen. Der Begriff hatte sich dann auch in dieser Phase, in diesen wenigen Monaten bis zur Bundestagswahl, eigentlich etabliert. Kann man sich darüber beschweren, dass er vielleicht etwas missverständlich ist. Aber das war die Geburtsstunde von Netzpolitik in Deutschland. Andere Länder haben diesen klaren Schnitt nicht. Deswegen sind auch teilweise zum Beispiel bestimmte fachbezogene Parteien nicht ganz so erfolgreich geworden. Weil deutsche Politik hier diesen enormen Fehler gemacht hat.
Auf der anderen Seite, und das fand ich wiederum dann ganz toll, als neu gewähltes Bundestagsmitglied mit einigen anderen, die sich für dieses Thema auch interessierten. Es gab insgesamt im Deutschen Bundestag der 17. Wahlperiode 4 Leute, die vorher schon in dem Bereich Internet, Computer, Technologie auch erfolgreich gearbeitet haben. 3 von den 4 waren Mitglied der FDP-Fraktion. Was dann aber die entscheidende Idee war, wie gehen wir denn mit dem Thema um? Was ist das eigentlich? Wo gehört das hin? Ist das Wirtschaftspolitik? Ja klar. Verbraucherschutz? Natürlich auch. Innenpolitik? Ganz klar, es geht hier um Sicherheit. Es ist natürlich auch Rechtspolitik, logisch. Es ist aber auch möglicherweise, wie wir jetzt wissen, Verkehrspolitik, denn der Breitbandausbau liegt ja jetzt im Verkehrsministerium. Also es ist so ein Querschnittsthema, was man gar nicht so genau greifen kann, wo gehört es eigentlich hin. Und weil das dem Bundestag auch aufgefallen ist und den Regierungskoalitionen, damals haben die damaligen beiden Fraktionsvorsitzenden, Birgit Homburger und Volker Kauder, gesagt, okay, wir müssen irgendwo einen Platz schaffen, wo dieses Thema originär behandelt wird. Es gab einen solchen Ausschuss, den sogenannten Unterausschuss Neue Medien, der am Hauptausschuss Kultur und Medien aufgehängt war, mit dem kleinen Problem, dass natürlich in diesem Hauptausschuss Kultur und Medien, nichts gegen Kulturpolitik, aber dort fanden 80% Kulturpolitik, 18% Medienpolitik und 2% Internet und der ganze Rest statt. Das ist der falsche Ort, um so etwas zu diskutieren. Deswegen kam man auf die Idee, wir sollten vielleicht etwas machen, wo man auch erstmal die politische Dimension eines solchen Themas, das ja doch, das haben zum Glück die beiden Fraktionsvorsitzenden auch gut und richtig erkannt, wo man das auch erstmal erarbeitet. Was bedeutet das eigentlich für Politik? Gibt es eine politische Definition der ganzen Begriffe, die eine technische Klarheit schon haben, aber eben keine möglicherweise politische Definition? Ich will nur den einen Begriff, zum Beispiel Netzneutralität. Das ist vielleicht seit letztem Jahr, nachdem die Telekom angekündigt hatte, bestimmte Dienste zu bevorzugen, auch eine öffentliche Debatte geworden. Aber damals hatten sich vielleicht 5, 6 Leute in Deutschland mit dem Thema auseinandergesetzt. Und vor allem, es gab keine politische Definition des Begriffs, es gab eine technische Definition. Deswegen haben alle Fraktionen des Deutschen Bundestages dann beschlossen, wir setzen eine sogenannte Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft ein. Enquete-Kommissionen im Bundestag gibt es immer wieder, es war jetzt, glaube ich, die 18. oder 19. Enquete-Kommission insgesamt in der Geschichte des Bundestages. Enquete-Kommissionen haben eine Besonderheit. Eine Besonderheit, dass sie eben nicht nur aus Abgeordneten des Deutschen Bundestages bestehen, sondern zu gleicher Anzahl auch aus externen Experten, die wir dort hineinwählen. Es waren also in diesem Fall 17 Abgeordnete plus 17 Experten, 3 Abgeordnete von der FDP plus 3 Experten, die wir benannt haben. Und das macht natürlich eine solche Diskussion auch sehr viel interessanter, sehr viel bunter und manchmal auch sehr viel anstrengender, weil natürlich unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, nicht nur der Parlamentarismus, sondern natürlich auch aus der Community Leute da drin sitzen, die eine ganz andere Diskussionskultur gewohnt sind, aber auch eine ganz andere Lösungsfindung gewohnt sind und auch ganz anders technisch damit schon umgehen können. Deswegen nenne ich gerne diese Enquete-Kommission oder Enquete-Kommission die Orchideen des deutschen Parlamentarismus, weil sie ihn bunter machen, weil sie ihn interessanter machen, weil sie die Diskussionen auch etwas lebhafter gestalten. Aber die Aufgabe dieser Enquete-Kommission war es dann, über 3 Jahre herauszufinden, was ist denn die politische Dimension dieser ganzen revolutionären Veränderungen? Was bedeutet das für Gesellschaft, für Politik, für Wirtschaft? Aber was bedeutet es vor allem eben aber auch für den deutschen Parlamentarismus, für den deutschen Bundestag? Welche Maßnahmen müssen wir denn ergreifen? Müssen wir denn da überhaupt irgendwie eingreifen? Müssen wir da etwas machen? Müssen wir etwas verändern? Muss man Gesetze machen? Und da ist man ja als Liberaler immer etwas vorsichtig, denn ich hatte immer den Eindruck, dass das Internet, dessen Protokoll ja ursprünglich mal, so die Legende jedenfalls, mal Anfang der 70er Jahre entwickelt wurde, um selbst einen Atomkrieg zu überleben, eine Legende, und es hat auch in Deutschland eine ganze Reihe von Innenpolitikern, inklusive Schilly und Beckstein, schon überlebt. Das heißt also, ist es vielleicht sogar so, dass es deswegen das freiheitlichste Medium in der Geschichte der Menschheit ist, weil sich Politik weitgehend herausgehalten hat. Und das ist ja für einen Liberalen ein ganz attraktiver Gedanke eigentlich. Umso weniger Gesetze wir haben, umso besser für die Freiheit. Man muss ja nur das regeln, was wirklich geregelt werden muss und nicht Dinge, die gar nicht geregelt werden sollten. Und ich war also auch, bin auch bis heute übrigens großer Anhänger davon, dass wir, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das ist vollkommen klar, da brauche ich jetzt auch nicht jetzt nochmal diese Debatte aufzureißen, denn das Recht gilt da genauso wie überall sonst. Aber braucht man spezielle Internetgesetze. Und das war eine der großen Linien innerhalb der Debatte der letzten Jahre, braucht es spezielle Internetgesetze. Ich bin da sehr skeptisch, ob man das wirklich braucht. Ich glaube eher, dass wir in vielen Bereichen
in denen wir Gesetze haben, die aber heute inkompatibel sind mit den Veränderungen. Weil sie nicht mehr funktionieren, weil sie dort nicht richtig greifen können. Dass wir die vorhandenen Gesetze, die wir haben, so anpassen, dass sie auch kompatibel sind, das heißt funktionieren in der digital und global vernetzten Welt. Und das waren so die ganz großen Kampflinien, zum Beispiel im Urheberrecht ist das mit Sicherheit eines der ganz großen Herausforderungen, die uns auch noch bevorstehen. Es verändert sich eben dadurch vieles, dass man Dinge, die man vorher auf Papier hatte, mittlerweile oder all das, was sich digitalisieren lässt, jederzeit, überall, beliebig oft, verlustfrei, kostenneutral vervielfältigen kann und verbreiten kann. Das ändert bestimmte Grundvoraussetzungen und darüber muss man reden. Auch als Politik muss man darüber reden, wie geht man damit um? Braucht es dafür spezielle Gesetze oder reicht das, was man hatte? Das ist mit Sicherheit ein Thema, das uns auch noch die nächsten 10 Jahre begleiten wird, weil ich glaube, es gibt dort keine einfachen Lösungen. Oder auch das Thema Netzneutralität, ein sehr komplexes Thema, das man eben nicht mal eben so zwischen Tür und Angel diskutieren und auch vor allem nicht so schnell entscheiden darf, weil es sehr kompliziert ist. Heißt es, darf es auf den Datenautobahnen Vorfahrtsregeln geben, dass für Geld manche schneller fahren dürfen als andere? Werden damit die Chancen vernichtet auf der anderen Seite? Das sind so ganz komplexe Situationen. Oder denken wir ans Fernsehen. Wir werden mit Sicherheit dieses Jahr sehen, dass es am Ende des Jahres im Weihnachtsgeschäft auf dem deutschen Markt keinen Fernseher mehr geben wird ohne Internetanschluss. Was ist denn überhaupt noch Fernsehen? Wenn Sie zum Beispiel einen Fernsehanschluss von Kabel Deutschland oder einem der anderen 2 weiteren Anbieter haben, die über das Kabelnetz anbieten, KabelBG zum Beispiel, die das gleiche Protokoll, dasselbe Kabel benutzen, um zum Beispiel Fernsehen zu transportieren. Einmal das klassische Fernsehen, so wie wir es kennen, und einmal Internetfernsehen. Auf beiden sozusagen Elementen kann ich die Tagesschau gucken. Einmal mit Sport, einmal ohne Sport. Selbes Kabel, selbes Protokoll, selbes Programm, 2 verschiedene Rechtssysteme. Hier müssen wir noch handeln, weil das funktioniert ja so nicht. Wir können ja nicht sagen, weil das kann man auch niemandem mehr erklären, warum darf ich denn, wenn ich das jetzt da gucke, mit Sport gucken, wenn ich es da gucke, darf ich es nicht mit Sport gucken, weil die Rechtesysteme unterschiedlich sind. Einmal klassisches Rundfunkrecht, auf der anderen Seite Telemediendienstegesetz. Also das sind Dinge, die nicht gelöst sind, die aber die Politik die Aufgabe hat, sie jetzt zu lösen. Oder warum haben bestimmte Fernsehsender sozusagen auf dem einen Kanal Vorrecht, transportiert zu werden und auf dem anderen nicht? Wer entscheidet das denn? Die Landeszentralen? Für Medien, warum? Warum dürfen die das entscheiden? Wer hat denn das Recht zu sagen, die dürfen besser transportiert werden als der andere? Mit welcher Begründung? Und ich glaube, hier haben wir eine ganze Menge noch Arbeit zu leisten. Und das ganze Thema hat natürlich jetzt im letzten Jahr, wenn es darum geht, welche Möglichkeiten bietet denn das Netz sozusagen für die Überwachung der Bevölkerung durch die Veröffentlichungen von Edward Snowden eine komplett neue Dimension bekommen. Etwas, was Fachleute schon immer befürchtet haben, nicht wirklich beweisen konnten, hat sich in den schlimmsten Albträumen bewahrheitet, denn das, was er uns erzählt, wurde ja von niemandem bis heute widersprochen. Und die Indizien dafür, dass das wirklich so in diesem Ausmaß gemacht wird, sind sehr groß. Dürfen wir das zulassen? Wie können wir uns dagegen wehren? Ich glaube, dass zum Beispiel da der Ruf nach dem Staat nur eine Variante ist. Natürlich muss der Staat uns vor Überwachung schützen. Vollkommen klar. Politik muss uns dafür schützen. Aber mit welchen Möglichkeiten? Wir werden ja vielleicht mit den Amerikanern irgendwann, wobei ich jetzt seit gestern die Hoffnung etwas gesunken ist, vielleicht zu einem Arrangement kommen, dass man sich da irgendwie einigt. Ich hoffe das jedenfalls zutiefst, dass wir das irgendwann hinbekommen. Man hätte aber auch, sagen wir mal, schon auch in bestimmten anderen Bereichen vielleicht den Druck etwas erhöhen können, indem man bestimmte andere Abkommen mal ein bisschen bremst, wie zum Beispiel das Freihandelsabkommen. Da muss man ja nicht mit Vollgas weiterverhandeln, wenn man auf der anderen Seite ein solch massives Problem hat. Da kann man ja auch mal sagen, Freunde, wir wollen erst das eine gelöst haben, dann können wir auf der anderen Seite weiterverhandeln. Wir hätten aber auch zum Beispiel das Passagierdaten, das PNR-Abkommen mal aussetzen können oder wenigstens mal damit drohen können, dass wir es aussetzen. Oder andere Abkommen, SWIFT-Abkommen, nicht für die Bank da. Da kann man ruhig mal auch sagen, pass mal auf, ihr macht so viel Mist, ihr müsst nicht alle Daten von uns haben. Wir liefern den Amerikanern ja unheimlich viele Daten. Ich bin kein Anti-Amerikaner, ich habe dort studiert und lange gelebt. Aber nicht alles ist auch unter Freunden erlaubt. Wir müssen auch sagen können, unter Freunden, hier ist Schluss. Das ist die eine Verantwortung, ich glaube, des Staates. Aber nur nach dem Staat rufen ist keine Lösung. Ich glaube, die zweite Verantwortung in dem Bereich liegt auch bei den Unternehmen. Sie müssen ja unsere Daten schützen.
das ist ihre Verpflichtung, unsere Daten zu schützen, damit eben kein unbefugter Dritter darauf zugreifen kann. Sei es, und das muss ja nicht nur der Staat sein, das können auch Hacker sein, das kann auch Wirtschaftsspionage sein, kann auch Industriespionage sein, die Unternehmen, die unsere Daten speichern, müssen dafür Sorge tragen, dass kein unbefugter Dritter auf diese Daten zugreifen kann. Und eine weitere Verantwortung, die ich auch bei Unternehmen sehe, ist, macht bessere Software, sodass wir uns selber schützen können. Es gibt ja die Möglichkeit durch Verschlüsselung, durch Kryptographie, dass ich Nachrichten unlesbar mache für unbefugte Dritte. Das Problem ist, ein altes Problem der Kryptographie, der Verschlüsselungstechnologie, ist es entweder sicher oder benutzbar. Ja? Das ist eine relativ komplizierte Sache. Also wer schon mal E-Mails verschlüsselt hat, der weiß, dass das also keinen Spaß macht und auch, dass man da mal einen Tag mit zubringen kann, bis man weiß, wie es funktioniert. Das ist Quatsch. Es geht einfacher, man muss vielleicht mal ein bisschen Arbeit hineinsetzen. Das wäre übrigens auch ein Riesenmarkt, auch für deutsche junge Unternehmen, mal dort ein bisschen mehr Energie hineinzusetzen. Ich glaube auch, dass der Staat dort unterstützen kann. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und das, die dritte Verantwortung liegt bei uns selbst. Dass der Datendiebstahl und das Beschnüffeln unserer Daten verboten ist, das steht ja außer Frage. Autodiebstahl ist übrigens auch verboten. Passiert trotzdem in Deutschland. Auch wenn es Gesetze gibt, auch wenn die Polizei auf der Straße rumläuft, werden immer noch Autos geklaut. Meine Verantwortung als Autobesitzer ist, wenn ich das Auto außerhalb meiner Garage abstelle, auf der Straße ist, dass ich es absperre. Weil keine Versicherung der Welt würde dafür bezahlen, wenn ich mein Auto die Tür offen lasse und dann das Auto hinterher weg ist. Mein Fehler. Wir haben also auch, und das ist auch lieber eine liberale Grundhaltung, eine Eigenverantwortung für unsere Daten. Das heißt, wenn die Daten das Haus verlassen, sperre ich sie ab, das heißt, ich verschlüssel sie. Ich weiß, es ist ein einfaches Bild, aber es zeigt, dass es eben auch eine Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger gibt für den Schutz ihrer eigenen Daten. Wie kommen wir aber dahin, sodass das vielleicht ein bisschen besser funktioniert? Und ich stelle da immer gerne eine etwas radikale These auf, die ich zusammen noch im September, August, September letzten Jahres mit unserer damaligen Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger formuliert habe. Vielleicht ist eine der Varianten zu sagen, lasst uns die Kommunikationsdienstanbieter, Telekom zum Beispiel, dazu verpflichten, dass sie für jede Art der Kommunikation einen verschlüsselten, echt sicheren Weg mit anbieten müssen. Hätte mehrere Folgen. Erstens mal, diejenigen, die vielleicht sich nicht damit so auskennen, bekommen einen benutzbaren Weg aufgezeigt, den sie auch nutzen können. Das hat einen Vorteil für die Unternehmen, die so etwas entwickeln, weil da plötzlich ein riesen Boom und Markt entsteht für Verschlüsselungstechnologien. Und für die Unternehmen, die Telekoms dieser Welt, hätte es den Vorteil, wir können unseren Kunden garantieren, pass auf, wenn ihr wollt, könnt ihr sicher kommunizieren. Es wäre also für alle eine gewinnbringende Situation und auch die Politik wäre ihrer Verantwortung gerecht geworden, wir können unsere Bürger schützen, indem wir eine solche Verpflichtung zur Verschlüsselungsangebot, es muss niemand gezwungen, es auch zu nutzen, aber es muss verfügbar sein, anbieten und damit wären wir, glaube ich, einen deutlichen Schritt weiter. Ich will es jetzt erstmal dabei belassen, denn ich möchte der Diskussion jetzt nicht auch noch, also ich möchte der Diskussion auch gerne noch ein bisschen. Lieber Jimmy, herzlichen Dank. Ich habe gerade mal eine Frage in die Runde, die mir gerade so in den Sinn kam. Wer hier im Raum verschlüsselt eigentlich seine E-Mails? Hände hoch. Nee. Danke. Das ist ja doch ganz schön viel. Ja, das ist ja ein Problem. Ich muss nicht, weil ich weiß, wie es geht. Ich werde das fragen im Laufe des Tages. Ich muss mal gerade noch gleich was vorne wegschieben. Ich hatte gesehen, dass du im letzten Jahr eine Krypto-Party gemacht hast, Jimmy. Was ist das? Also eine Krypto-Party hat übrigens mit Party nichts zu tun. Ich habe die allererste Krypto-Party im Deutschen Bundestag organisiert. Keine Angst, es ist keine Party, ist also jetzt hier keine so Spaßparteiveranstaltung gewesen, sondern das fasst man unter dem Begriff zusammen. Ein paar Fachleute erklären einer großen Menge von Leuten, wie man sich selber vor Datendiebstahl schützt, wie ich meine Daten verschlüssel. Das ist Sinn und Zweck einer Krypto-Party. Wir haben, ich habe das auch auf meiner Homepage zum Beispiel, eine ganze Reihe von Tools, Werkzeugen, die ich selber einsetze, um mich davor zu schützen. Zum Beispiel, wie speichere ich meine Daten auf meiner Festplatte, sodass sie verschlüsselt sind. Ich selber benutze das zum Beispiel auf einem USB-Stick. Ich speichere gar keine Daten auf meiner Festplatte, sondern auf einem externen USB-Stick, der wiederum voll verschlüsselt ist, den ich dann gerne einfach immer in der Hosentasche trage. Jetzt im Moment ist er in dem Rucksack. Aber das hat natürlich einen riesen Vorteil. Selbst wenn mein Notebook geklaut wird, kann damit niemand was anfangen.
weil die Daten in der Hosentasche sind. Da hat auch keiner drauf Zugriff. Das ist auch ganz praktisch, wenn man im Ausland unterwegs ist. Ich nenne das Pocket Cloud, weil sie in der Hosentasche sind, die Daten, und nicht irgendwo anders. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu schützen. Wer benutzt denn hier im Raum WhatsApp? Ja, genau. Ja. Also, WhatsApp ist ein echtes Problem. Ja. WhatsApp ist erstens mal dafür berühmt geworden, dass es verhält, also jetzt außer der, die letzten 8 Wochen, also nochmal berühmter geworden ist, ist dafür berühmt geworden, dass sag ich mal, die Programmierer auf Sicherheit nicht so besonders großen Wert gelegt haben und es immer wieder zu Skandalen kam. Ich habe das auch in der Bundestagsfraktion, hat das jeder benutzt, außer 2, 3 Leuten, und ich habe gesagt, ich kann alles mitlesen, was ihr da schreibt. Glaube ich nicht. Doch. Kann man. Jetzt heute ist es ein bisschen schwieriger, aber damals ging das. Man konnte wirklich den gesamten Verkehr mitlesen. Das ist natürlich in der Bundestagsfraktion nicht ganz so witzig, wenn ich also zwischen den Ministern die Nachrichten mitlesen kann. Also für mich war es lustig. Und also das ist das eine Problem von WhatsApp. Das halte ich aber übrigens noch für sagen wir mal, das passiert anderen Softwareentwicklern auch, solche Fehler. Was schön ist, es ist keine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, die Nachrichten werden auf einen Server in den USA kopiert und von dort dann wieder auf das andere Handy. Auf diesem Rechner in den USA sind die Nachrichten unverschlüsselt. Das heißt, die NSA hat direkten Zugriff drauf. Nach dem Patriot Act darf sie es auch. Das heißt, sie können alles mitlesen, weil dort wird nicht verschlüsselt. Das ist das zweite Problem. Und das dritte Problem, das halte ich eigentlich für noch gravierender. Warum zahlt ein Mr. Zuckerberg 19 Milliarden Dollar für eine Firma? Warum? Klar, weil die vielleicht gefährlich werden können, unternehmerisch. Das ist das eine, aber ich glaube, das erklärt nicht diesen extrem hohen Wert dieser Firma. Dass sie 450 Millionen Kunden haben, ist schon ein Argument, erklärt aber auch nicht den ganz hohen Preis. Was macht WhatsApp? Und das ist eine Sache, die halt schon echt dramatisch ist. Jedes Mal, ich fange jetzt mal an, wie viele Adressen haben Sie in Ihrem Telefon und Telefonnummern? Also ich würde mal sagen, im Schnitt hat man so ungefähr 100 da drin. Ich habe 4.500 da drin, aber im Schnitt könnte ich mal so ungefähr bei 100 ungefähr liegen. 100 Handynummern und Privatnummern von anderen Leuten. Was WhatsApp macht, ist jedes Mal, wenn man sich einloggt, das gesamte Adressbuch zum WhatsApp hochladen. Also alle 100 Nummern. Das heißt also, wenn du jetzt meine Telefonnummer in deinem Telefon abgespeichert hast, du wirst WhatsApp-Kunde, lädst du jedes Mal meine private Telefonnummer hoch, ohne dass ich jemals gefragt wurde. Das ist nach deutschem Recht gar nicht machbar. Interessiert aber eine amerikanische Firma nicht. Das heißt aber, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass WhatsApp, und das ist offen 450 Millionen Kunden hat, 450 Millionen mal 100, die haben wahrscheinlich ein Adressbuch des gesamten Mobilfunks auf der Welt. Und nie jemanden gefragt. Deswegen ist die Firma so viel wert. Und das muss man, über solche Sachen rede ich bei Krypto-Partys. Wie man sich dafür schützen kann, es gibt einfach Alternativen. Ja, ich will jetzt der Firma WhatsApp nichts Böses, aber sie sollte einfach aufhören, Böses zu tun. Ich mache das normalerweise auch nicht, dass ich so eine Firma also so in die Ecke stelle, aber in diesem Fall fällt mir halt nichts anderes dazu ein. Es gibt Alternativen, zum Beispiel Threema, ein kleines Schweizer Unternehmen, die eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen. Das heißt, der Betreiber, kann nichts mitlesen davon. Erstens, zweitens, wird keine einzige Telefonnummer im Klartext irgendwo hingeladen und verglichen, sondern der macht das über einen Verschlüsselungsalgorithmus, dass er selbst nicht mehr weiß, wer seine Kunden sind. Und das finde ich okay. Das ist ein faires Verfahren. Hat auch ein paar Haken, aber im Vergleich dazu, was andere machen, finde ich das ein gutes Verfahren. Das funktioniert übrigens auch relativ simpel, das kann jeder nutzen, kann ich auch nur empfehlen. Ich nutze das auch. Und das sind so Dinge, wo man wirklich sagen kann, okay, hier kann ich wirklich auch was verändern. Schwierig wird es bei E-Mail-Verschlüsselung. Da kann man sich auch mal einen Tag hinsetzen. Viele, auch wir leider, haben propagiert, dass dieses DE-Mail-Verfahren, was von vielen jetzt, also von den großen Internet-Mail-Anbietern in Deutschland angeboten wird, eine gute und sichere Alternative ist. Nein, ist es nicht, weil das keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist. Wird auch nur von meinem Rechner bis zum Server, und dort wird es entschlüsselt, dort liegt es verfügbar, auch dass jemand anderes mitlesen kann. Also das ist eher vergleichbar vielleicht mit einem Einschreibebrief. Ja? Das heißt, ich kann den Empfang quittieren, hat also diese Brieffunktionalität, aber es ist keine echte Sicherheit. Deswegen muss man da so ein bisschen vorsichtig sein bei dem Verfahren. Es bietet mehr Sicherheit, aber keine absolute Sicherheit.
vielen anderen Bereichen, also man kann das also auch bis zur kompletten Paranoia treiben, wie ich das gerne mache. Ich habe zum Beispiel noch ein Telefon, das mit keinem bekannten Betriebssystem läuft, sondern mit einem freien Betriebssystem, weil alle Betriebssysteme von Telefonen kommen aus USA oder Kanada. Damit unterliegen sie jedenfalls die westamerikanischen Betriebssysteme dem auch den Patriot Act. Ob sie eine Backdoor haben oder nicht, eigentlich müssten sie eine haben. Es gibt eben aber auch Alternativen, aber da kann man dann auch schon mal ein paar Tage mit verbringen, bis das dann telefonieren kann, das Telefon. Also man kann sich komplett schützen, es ist aber halt sehr, sehr aufwendig. Enden tut das Ganze dann bei der Hardware, denn die können wir in Europa nicht mehr selber herstellen. Das ist ein echtes Problem. Das stimmt. Also ich möchte mal in die Diskussion einsteigen, indem ich an einer Stelle widerspreche. Und zwar kann man die Geburtsstunde der Netzpolitik in Deutschland durchaus 11 Jahre früher ansetzen. Jimmy Schulz hat berichtet, dass Ende der 90er Jahre im Bundestag die große Diskussion anhub, was haben wir eigentlich hier mit dem Internet vor uns, was ist da überhaupt zu beachten. Wir haben im Jahre 1997 und 1998 unter meiner Leitung bei der Friedrich-Naumann-Stiftung mehrere Veranstaltungen zum Thema Kryptoregulierung durchgeführt. Nämlich über die Frage, ob es überhaupt uns deutschen Bürgern erlaubt sein soll, unsere eigenen Nachrichten und Daten zu verschlüsseln. Das ist gar nicht so selbstverständlich, das steht bis heute nach wie vor unter Strafe in Frankreich. Und damals haben mehrere Bundesministerien versucht, das auch in Deutschland durchzusetzen. Es ist zwar vollkommen richtig, dass die damaligen Mitglieder des Deutschen Bundestages schlichtweg zu ignorant waren, überhaupt irgendetwas davon zu verstehen, mit Ausnahme eines einzigen SPD-Bundestagsabgeordneten, der nachher ziemlich ins Ungnade gefahren ist. Aber in den Ministerien hat man sich sehr wohl damit befasst und ich glaube heute noch sagen zu können, dass die Veranstaltungen, die wir mit der Friedrich-Naumann-Stiftung gemacht haben und die auch publiziert worden sind in das Parlament, maßgeblich dazu beigetragen haben, dass in den Ministerien das Thema Verbot der starken Kryptographie in Deutschland nicht mehr auf der Tagesordnung war. Ich gebe vollkommen recht, das war nämlich genau dieses war Thema meiner Diplomarbeit. Richtig, aber das Problem war, als ich gesagt habe, Geburtsstunde der Netzpolitik ist da, wo es sozusagen die Blase verlassen hat und einer breiten Öffentlichkeit, sozusagen wo der Knoten geplatzt ist und dann plötzlich 100.000 Leute auf die Straße gehen. Das ist nämlich damals nicht passiert. Und auch der Begriff Netzpolitik ist ja damals noch nicht so entstanden, sondern das hieß noch anders. Aber vollkommen richtig, das war so der Moment, wo Internet und das, was da möglich ist, aufeinanderprallte mit Politik zum ersten Mal und zwar auch richtig hart. Bevor wir zu den nächsten Fragen kommen, habe ich gerade noch mal eine zwischendrin. Wir hatten vor ein paar Jahren aus der Hochschulgruppe eine Veranstaltung zum Thema Bundestrojaner, wo auch Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club dabei war. Jetzt hattest du ja vorher gesagt, dass du Vorsitzender von LOAD bist, dem Verein für liberale Netzpolitik. Was ist beim CCC anders wie bei dem Verein? Es war liberal, das da drin steht. Also, nein, der CCC ist ja mit wirklich verdienter Hacker-Club. LOAD ist kein Hacker-Club. Ja? Wir haben LOAD aus einer Gruppe von Netzpolitikern innerhalb der FDP heraus gegründet, weil wir der Meinung waren, nach der Bundestagswahl und in Bayern hatten wir auch noch eine Landtagswahl, die nicht so erfolgreich war, dass wir ein Gremium brauchen, was liberale Netzpolitik denkt, ein bisschen vielleicht freier, als man das in einer Partei machen kann, wo das alles in sehr festen Gremien und Strukturen ist, einerseits, dass man da ein bisschen flexibler ist, ein bisschen schneller ist, ich nenne das gerne das Schnellboot, es ist keine Vorfeldorganisation der FDP, aber ein bisschen schneller mal auch in bestimmte Richtungen weiter vorpreschen kann, als eine Partei das kann, das ist das eine. Aber das viel Wichtigere ist, was wir gesehen haben, ist, da hat ja der Mann aus dem Norden schon recht. Ne? Wenn er sagt, die FDP hat als Marke, und dann hat er ein Fäkalwort benutzt, da hat er ja recht, und das hat er ja schon vor 3 Jahren gesagt, dass ich rede von Wolfgang Kubicki. Dass es eine ganze Reihe von jungen Menschen gibt und auch älteren Menschen gibt, die liberale Netzpolitik toll finden und die Politik, die wir gemacht haben, gut finden, aber mit der FDP nichts zu tun haben wollen. Und jetzt sind wir natürlich in der außerparlamentarischen Opposition in einer Situation, wo wir uns sowas nicht erlauben können, dass es Leute gibt, die so denken wie wir, aber Angst haben, zu uns zu kommen, weil sie Berührungsängste mit dem blau-gelben Logo haben. Dass es also vielleicht schlau ist, zu sagen, wir senken etwas die Hürden, laden die Leute ein, mit uns zu diskutieren und führen liberale Diskussionen zum Thema Netzpolitik und bieten denen die Chance,
die FDP oder auch Liberalismus kennenzulernen, ohne die Hürde einer Partei gleich übertreten zu müssen, in eine Partei eintreten zu müssen. Und das funktioniert ganz gut, denn wir haben zwar Laut, der Verein, den wir jetzt im Januar am Rande des Bundesparteitages gegründet haben, von FDP-Mitgliedern im Wesentlichen gegründet worden, aber heute kommen auch eine ganze Reihe von Leuten, die, sagen wir mal, nicht zwingenderweise aus dem FDP-Umfeld kommen, sondern vielleicht auch aus anderen Parteien, da aber unglücklich sind, weil sie gerne liberale Netzpolitik machen würden und das in ihren Parteien oder in der Nähe dieser Parteien nicht machen können. Insbesondere natürlich auch aus dem Kreis zum Beispiel von Leuten, die bei dieser Netzpolitik, also Internetpartei, dabei waren, bei den Piraten dabei waren, sich engagiert haben, sie gewählt haben und jetzt feststellen, das ist ja doch nicht so liberal, was sie da machen. Das ist überhaupt nicht liberal, was sie da machen. Und dann lieber sagen, okay, ich würde lieber bei euch mitmachen, aber ich will jetzt nicht gleich in eine Partei eintreten. Davon habe ich jetzt erstmal die Schnauze voll, aber wir können die doch aufsagen, wir können ihnen doch eine Heimat bieten, ohne die Hürde einer Partei gleich aufzubauen. Und das funktioniert ganz gut. Fein. Frau Furtwängler, Sie waren die Erste. Sie sagten vorhin, dass wir ja angewiesen sind auf die Hardware aus Amerika, Japan, China, wo immer sie auch herkommen mag. Ich frage mich schon seit längerem, ob wir unsere Sicherheit nicht deshalb preisgegeben haben, weil wir hier in Deutschland und in Europa überhaupt einen Markt hergegeben haben, einen uns gehörigen, ursprünglich uns gehörigen Markt mit Herrn Zuse zu finden, ob da die Wirtschaftspolitik nicht unbedingt Bestandteil der Netzpolitik sein muss. Mhm. Und wie es zu schaffen ist, einen Markt wieder, wenigstens halbwegs wieder zu beleben, der uns von allein mit der Hardware-Sicherheit zurückgeht. Weil wir wissen ja nicht, von der Software mal ganz abgesehen, was da noch so an Geheimnissen drin sein mag, die wir gar nicht, auch wenn man halbwegs in der technischen Thema ist, gar nicht beurteilen können. Was ist in so einem Drucker drin? Was ist noch in so einer Waage drin? Völlig abstruse Geschichte. Was ist in so einem Beamer drin? Wo werden da vielleicht Daten abgegraben, was wir gar nicht sehen? Sie haben vollkommen recht. Wir haben das auch im Bundestag in einer kleineren Arbeitsgruppe immer wieder diskutiert. Über die Fraktionen hinweg übrigens. Wir waren in Europa ja schon mal in so einer Situation, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, und daraus ist Airbus entstanden. Ein Erfolgsmodell. Und die Frage ist, die wir auch ernsthaft diskutiert haben, brauchen wir einen IT-Airbus in Europa, damit wir wieder in der Lage sind, selber komplett Hardware herzustellen. Das ist eine interessante Debatte. Es ist für einen Liberalen nicht ganz einfach, weil das ist natürlich sehr staatlich auch organisiert ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wert, darüber zu diskutieren, brauchen wir einen IT-Airbus in Europa. Ich glaube, dass es wert ist, darüber nachzudenken, ob das machbar ist. Aber die Engländer mit? Die sind ja komischerweise, das sind ja seltsame Leute. Die Amerikaner beschimpfen wir nicht und sagen die Freunde, was machen denn die Engländer? Was wissen wir, was die? Bei den Chinesen brauchen wir uns gar nichts zu sagen, wegen der wirtschaftlichen Verflechtung. Wir sind doch selber schuld, weil wir kein Abwehrprogramm haben, weil wir uns das gefallen lassen. Das ist doch unser Fehler. Ja? Also ich sehe das ähnlich. Ich habe auch das, was das GCHQ, also dieser britische Geheimdienst, von dem ich übrigens vorher in der Art und Weise noch nicht gehört hatte, das, was die da machen, halte ich ja noch für dramatischer, als was die NSA macht. Die lesen alles mit auf unserem Kabel. Das ist schon also dreist. Sehr, sehr deutlich gesagt, Freunde tun so etwas nicht. Und ich will, dass das jetzt beendet wird und dass man da auch ganz klar und deutlich sagt, das ist jetzt nicht so machbar. Hört auf damit. Ist aber die Konsequenz noch nicht ganz so in der deutschen Politik angekommen. Einwurf Peter Henning. Ich habe Beschwerde gegen den Mitgliedstaat Großbritannien erhoben bei der Europäischen Kommission, als das hochklar wurde. Ich auch. Es gibt ein Aktenzeichen. Jimmy Schulz hat sich dem angeschlossen. Wir sind gerne bereit, das Aktenzeichen herauszugeben. Da kann sich jeder dem anschließen. Kostet einen Brief an die EU-Kommission und dann wird ein bisschen Druck aufgebaut auf der Ebene gegen England. Eine spannende Diskussion. Dann die Fragen von dem jungen Hartmut Rand. Gerade aufbauend auf die bisherige Diskussion, auf welcher Ebene sollte so eine Diskussion denn stattfinden? Denn ich denke, gerade das Internet ist, was man in China jetzt hört, sehr klein gehalten, aber in China doch recht groß. Mit Amerika, eigentlich steht es ja jedem zur Verfügung. Mhm. Wo könnte denn sowas beginnen? Weil ich selber, wenn man es nur in Deutschland diskutiert, eigentlich gegen die anderen keine Chance, weil wir ja auch angewiesen sind auf Microsoft, auf Software von China. Und da ist noch irgendwie so die Frage, wenn wir hier vor uns hin diskutieren,
Inwieweit wird das rausgetragen? Also das ist ja auch dieser Fatalismus, der leider oft in der Diskussion mitspringt. Wir können ja eh nichts ändern. Nein, das habe ich nicht gesagt. Also ich glaube, dass man was ändern kann, aber richtig ist, wo setzt man mit der Debatte an? Ich hatte den Eindruck, und jetzt der hat sich jetzt ja auch gestern wieder bestärkt, dass auf Regierungsebene diese Diskussion zwischen Merkel und Obama wenig fruchtbar ist, weil Regierungen andere Interessen haben. Ja, deren Interesse ist es ja gerade, dass die Geheimdienste erfolgreich arbeiten können und die Nachrichtendienste erfolgreich arbeiten können. Aber ich hatte damals auch schon Kontakt noch aufgenommen zu Mitgliedern des US-amerikanischen Kongresses und mal die gefragt, wie seht ihr das denn eigentlich? Ich hatte noch für den Oktober dann eine Reise nach Washington geplant, die ich jetzt aber erst nächste Woche mache. Da hat sich ja ein bisschen was verschoben auch in meiner Lebensplanung. Und gerade den übrigens angesprochen, den Congressman Sensenbrenner, das war derjenige, der maßgeblich das Patriot Act mitgeschrieben hat. Und dann hinterher, als Snowden seine Enthüllung gemacht hat, gesagt hat, das war ein Fehler, wir haben die NSA vollkommen unkontrollierbar loslaufen lassen, das dürfen wir nicht machen. Und mit dem wollte ich mich gerne treffen, weil ich glaube sehr wohl, dass wenn die Parlamentarier miteinander reden, nämlich die, die ja die Dienste kontrollieren sollen und nicht die, die sie anweisen, was sie zu spionieren haben, ich glaube deswegen sind die Regierungen eigentlich die falschen Verhandlungspartner, sondern die Parlamente, die Kontrolleure sind, sollten miteinander verhandeln. Und da sehe ich übrigens eine Chance, dass wir, das wird eine Weile dauern, aber dass wir da langsam schrittweise weiterkommen. Weil die können sagen, wir beenden das jetzt. Auch wie wir das sagen, also sagen konnten als Parlamentarier. Ich habe eine Frage, ganz praktisch. Hier im Raum sitzen einige Leute, die auf der Kommunalwahlliste kandidieren. Und wir hatten im Vorfeld ein bisschen E-Mail-Geplänkel. Da haben wir dann gesagt, so, die Karlsruhe haben zum Beispiel zum Thema Internet gar keine Forderungen. Und die Stuttgarter, die sagen, wir wollen den Ausbau der Breitbandverkabelung. Jetzt meine Frage, meine, die Kunst ist ja, Sie kommen aus dem Management, ich auch. Wie stellt man denn komplizierte Sachverhalte ganz einfach dar, dass die Leute jetzt, wenn wir auf den Marktplätzen stehen und diskutieren, das auch verstehen? Wenn ich jetzt fragen würde, lieber Herr Schulz, helfen Sie mir mal, 3 Punkte, was ist denn das liberale Forderungspotenzial in Bezug auf Netzpolitik? Wenn ich jetzt nächsten Samstag da stehe, von morgens um 8 bis abends um 4 oder was, nachmittags, was sage ich dann? 3. 3 Punkte. Also, wir können das ist ja das Tolle an Netzpolitik, das ist ja eine Riesenchance für uns Liberale. Denn Netzpolitik, also Digitalisierung und globale Vernetzung, da ist alles drin, was den liberalen Dreiklang ausmacht. Wirtschaft, Bildung, Bürgerrecht. Ja, der liberale Grundtenor. Und alles drei steckt drin. Und zwar in 2 Bereichen die Chancen. Und da sind wir die einzigen in Deutschland, die Chancen dieser Entwicklung in den Vordergrund stellen und nicht die Gefahr. Wenn Sie mal auf die Union hören, da ist das Internet immer das große Böse, was wir eindämmen müssen. Wenn Sie auf die Sozialdemokraten hören, das ist immer die Gefahr für den Arbeitnehmer und weiß ich was alles. Und bei den Grünen ist sowieso alles eine Gefahr. Egal wie gut es ist. Wir sind diejenigen, die sagen, diese Veränderungen bieten Chancen für alle. Wir müssen sie nur, und das ist Aufgabe von Politik, für auch alle nutzbar machen. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Wir sehen die Chancen im Vordergrund. Und zusätzlich, und dann kommen wir zum Thema Bürgerrechte, da gehört ja nicht nur sozusagen die Verteidigung der Bürgerrechte rein, sondern auch die Wahrung, Meinungsfreiheit. Das ist auch wiederum eine Chance. Wo gab es das in der Geschichte der Menschheit, dass plötzlich in einem Massenmedium nicht nur jeder zum Empfänger von Informationen wird, sondern auch zum Sender. Das ist ein urliberales Thema. Ich kann meine Meinung äußern, vor einem großen Publikum. Das ist eine tolle Sache. Ich kann mich an Diskussionen beteiligen, ohne dass mir irgendjemand vorschreibt, wann ich was, welche Informationen zu konsumieren habe, wie beim Fernsehen. Jeder wird plötzlich zum Autor. Jeder kann Informationen auch rausgeben. Das ist fantastisch. Jeder kann sich an Diskussionen beteiligen. Wann in der Geschichte der Menschheit, kommen wir zurück zum Thema Wirtschaft, war es möglich, dass man aus einem Kinderzimmer oder aus einem Studentenbude heraus eine Firma gründet, die 2 Jahre später Millionen, Milliarden von Umsätzen macht. Ohne, dass ich Rieseninvestitionen machen muss. Sondern die Investition war ein Breitbandkabel, ein Computer und eine gute Idee. Auch das ist urliberal. Das sind Chancen, die wir auch nutzbar machen müssen.
Deswegen ist der Breitbandausbau auch so wichtig, weil wir sonst diese Chancen nur für die urbanen Räume haben, da wo Breitband verfügbar ist. Wenn wir aber jetzt die Ärzte deutschlandweit verpflichtet haben, mit der elektronischen Abrechnung, dass sie nur noch über das Internet abrechnen können, dann sollten wir ihnen auch die Gelegenheit geben, dass das nicht vier Monate dauert, bis die Daten irgendwo hin transportiert sind, sondern dass sie auch dort bleiben können, wo sie sitzen, auf dem flachen Land, und das auch machen können. Da ist der Staat schon auch in Verantwortung zu sagen, wenn wir sagen als Liberale, wir wollen diese Chancen für alle nutzbar machen, dann müssen wir auch helfen, dass das passiert. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, dass wir sagen, Chancen im Vordergrund. Dann noch eine Frage. Ja, Herr Schulz, Sie sagten vorhin, man kann sich schützen, und zu dem Thema Datensicherheit kommen wir später. Aber mal die Frage, hängt nicht die Politik grundsätzlich hinter den Möglichkeiten, den geistigen Möglichkeiten, die die Menschen haben, eigentlich immer hinterher? Denn zum Beispiel, vor Tagen stand ja in der Zeitung, dass ein ganzes Stromnetz stillgelegt werden kann. Innerhalb von 2 Stunden hat so ein Hacker das raus. Frage, glauben Sie, dass man jetzt in der Lage ist, sowas, was Ihnen vorschwebt, mit diesen ganzen Absprachen und Sicherungen, dass man das überhaupt erreichen kann, oder ob es da immer wieder ein paar kluge Köpfe gibt, die sagen, ja, das ist schön, was er jetzt euch ausgedacht hat, aber das mache ich mal schnell wieder in einer anderen Form kaputt. Glauben Sie, dass Sie das schaffen können? Also, Sie haben natürlich recht mit Ihrer Frage. Und es ist immer so, übrigens in allen Politikbereichen, dass Politik eine gewisse Zeitverzögerung hat auf gesellschaftliche Veränderungen und auch auf technische Veränderungen. Das ist ein Wesen der Politik, dass sozusagen eine Veränderung oft erst eintritt und dann kann man darauf reagieren. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass wir in dem Bereich vielleicht mal das ein bisschen umdrehen und als Politik ein bisschen nach vorne gucken und sagen, wir sehen, was passiert und können diese Vorgänge begleiten, musste aber auch lernen in den letzten 4 Jahren im Bundestag, dass das wahnsinnig schwer machbar ist, weil so ein Bundestag mit 620, jetzt heute deutlich mehr Abgeordneten, halt auch ein dickes Schiff ist. Ja? Das lässt sich nicht mal so eben schnell, guck mal, da kommt, passiert was, können wir dazu mal eine Diskussion machen und eine Entscheidung treffen? Nein. Das Demokratie funktioniert, hat bestimmte Verzögerungsmechanismen. Und diese Verzögerungsmechanismen haben auch Vorteile, nämlich, dass man erstmal ein bisschen reflektiert, alle Argumente abwägt und dann entscheidet. Das hat Vorteile in diesem Punkt, hat es halt hin und wieder auch mal ein paar Nachteile, aber ich glaube, das Grundkonzept dieses leichten Zeitverzögerungen hat sich auch bewährt in der Vergangenheit. In diesem Fall ist es halt besonders schlimm oder schwierig, weil die technologische Entwicklung so dramatisch schnell ist. Ja? Und Politik deswegen aber nicht schneller geworden ist. Aber auch da, glaube ich, gibt es Ideen, wie man bestimmte Entscheidungsprozesse ein bisschen beschleunigen könnte. Herr Welkerin, ich sehe, dass Sie die Hand zum Himmel reichen. Ja, direkt dazu. Ganz kurz. Direkt dazu, bitte, ja. Also das Problem ist eigentlich nicht, dass die Politik hier der Technik hinterherläuft. Das Problem liegt darin, dass die Nachrichtendienste und die Sicherheitsbehörden häufig das eigentliche Risiko sind. Denn alles, was wir an Angriffen haben, auch die Datenspionage, NSA, oder wenn so ein Stromnetz lahmgelegt wird, basiert auf Sicherheitslücken in den Programmen. Nun gab es, war übrigens auch, sagen wir, Dr. Schnabenberg, der das wesentlich betrieben hat, die Diskussion, wir müssen die Sicherheitslücken schließen, das heißt, dafür müssen alle Pflichtschaftsliste gemeldet und geschlossen werden, veröffentlicht werden und geschlossen werden. Herausgekommen ist, wir haben eine Meldepflicht für Angriffe, aber nicht für Sicherheitslücken. Und warum war das so? Weil das Innenministerium gesagt hat, liebe Freunde, wenn wir diese Sicherheitslücken öffentlich machen und schließen, dann kann unser Bundesnachrichtendienst, unser Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz damit auch nicht mehr arbeiten. Und ich glaube, da müssen wir gerade zügig ansetzen. Richtig. Also das wende ich mich noch kurz. Ja. Ja. Liebe Schulz, vielen Dank. Gerne.